Der Musikpreis in diesem Jahr geht an Simon und Jan. Meine Damen und Herren, bitte geraten Sie jetzt in Panik, denn das Ende der Welt steht kurz bevor. Es ist Ihnen nicht auch aufgefallen, Smartphones, Highspeed-Internet, globale Vernetzung, unsere ganze Welt wird immer lauter, immer unehrlicher, immer schneller. Inzwischen soll es sogar vorgekommen sein, dass Züge der Deutschen Bahn pünktlich waren. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Doch, was sich fast nach einem Wunder anhört, sind die ersten Anzeichen vom nahenden Ende. Neuesten Forschungen zufolge ist die Beschleunigung unserer Welt eine direkte Folge der immer schneller werdenden Ausdehnung des Universums. Und die hat katastrophale Folgen. Deshalb schalten wir jetzt live zu Harald Lesch. Herr Lesch, schönen guten Abend. Steht denn tatsächlich das Ende der Welt bevor? Ja, physikalisch spricht leider alles dafür. Wenn man den aktuellen Beschleunigungskoeffizienten unserer Welt zugrunde legt, dann muss man davon ausgehen, dass unser Universum einen hyperkritischen Ausdehnungszustand erreicht hat und zugrunde geht. Ja, um diese dramatischen Hintergründe wissenschaftlich zu erläutern und auch zu verstehen, haben wir einen kurzen Film vorbereitet. Einfach gesagt ist das Universum wie dieser Häschenballon. Am Anfang war es klein, rosa und schlaff. Dann dehnte es sich aus. Die Ausdehnung wird schneller, der Druck wird höher. Und dadurch beschleunigt sich unsere Zivilisation immer mehr. Aktuell ist das Universum etwa so weit aufgepumpt. Das heißt, wir stehen kurz vor dem Bumm. Bumm? Bumm. Aber gibt's denn gar keine Chance auf Rettung, Herr Lesch? Doch. Kollegen am Kernforschungszentrum CERN haben bei dem Versuch, neue Dimensionen der Entschleunigung zu entdecken, zwei tief melancholische Mollakkorde mit Überlichtgeschwindigkeit aufeinander geschossen. Und dabei haben sie das langsamste, beruhigendste und kontemplativste entdeckt, was man bisher in der Physik gemessen hat. Das sieht jetzt sehr theoretisch aus, aber unter dem Elektronenmikroskop sind die zwei recht putzig und sympathisch. Wir haben die beiden Simon und Jan genannt. Simon und Jan. Die meditative Zen-Pause der Kleinkunst. Das Benzodiazepin unter den Liedermachern. Nee. Doch. Die Freunde der einfachen Freuden. Ich hab neulich bei YouTube Kalke kotzen sehen. Das war schön. Die auch die unbequemsten Wahrheiten. Auch lesbische schwarze Behinderte. Leise und gelassen auf den Punkt bringen. Und nicht zuletzt sind sie eine große Hoffnung für die Rettung unseres Universums, denn sie bieten einen hoffnungsvollen Ausweg aus der physikalischen Realität. Meine Mama kocht ganz gern mit LSD. Vielen Dank, Harald Lesch. Ja, und damit zurück und guten Abend zum Kabarettpreis. Ja, und vielen, vielen Dank von dieser Stelle an Harald Lesch. Danke an das Rundschau-Team und danke Stefan Scheider. Guten Abend. Servus.